So, moin Leute, hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, heute mal wieder im Hintergrund, seht ihr schon so ein bisschen, ein verlassener Swingerclub. Also bleibt dran, bis gleich. So, das sieht tatsächlich aus, als wäre das hier schon mehrere Jahre verlassen. Ich muss ein bisschen leiser reden, aber ich denke, ihr versteht mich, weil im Hintergrund hört ihr es, die Autos fahren hier lang. Und ja, wir haben auch direkt den Eingang und ich, Schlauberger, habe meine Taschenlampe vergessen. Also ich habe auf jeden Fall das Kameralicht an und ich hoffe mal, dass es ausreicht. So, sind wir auch schon drin. Ich habe auf jeden Fall noch meine Kopflampe dabei. Die hat aber nicht ganz so ein schönes und großes Licht. Ich glaube, hier gibt es noch einen Keller. Das sieht aus wie eine alte Sonnenbank oder sowas. Ja, ja, ich glaube, das ist eine Sonnenbank. Alter Hocker. Ja, noch so. Irgend so eine kleine Werkbank oder sowas. Wie gesagt, das sieht halt eher ruinenmäßig aus. Und da tropft es schon ganz schwer von der Decke. Also das Dach ist halt auch nicht mehr das Beste, wie man sehen kann. Was ist das? Mikrofon. Lichtorgel. Aha. Wahrscheinlich für die Beleuchtungseinrichtung oder irgendwie sowas, wenn man mal ein bisschen Party gemacht hat. Da noch so ein paar Kissen oder sowas in der Richtung. Nee, gar nicht wahr, das sind Zementsäcke oder sowas. Aber ich glaube nicht, dass sich das noch lohnt, wieder herzurichten. Das ist auch schön hier, ne? Wie das Wasser von der Decke einfach raustropft durch da. Wahnsinn. Ja. Und hier scheint schon das Licht durchs Dach. Ja, das war wohl mal der Treppenaufgang nach oben. Ich glaube, daraus wird nichts mehr. Geht es halt auch wieder extrem schnurstracks nach unten. Und da fehlt halt auch schon die komplette gesamte Decke bzw. Boden. Da auch irgendwie so eine Leiter, die geht halt nach unten. Keine Ahnung, wo da noch hinkommen. So, und hier ist natürlich auch Tilt Error. Hier ist alles schon eingestürzt und das Wasser läuft halt gnadenlos weiter nach innen. Und das ist auf jeden Fall alles schon so ein bisschen gefährlich, wie ich finde. Da sind schon so ein paar Baustützen installiert. Wie gesagt, das ist halt alles schon überall eingestürzt. Aber hier geht es halt auch nochmal strack nach unten. Das ist auf jeden Fall eine Leiter, die könnten wir gegebenenfalls nutzen. Müssen wir sowieso mal gucken. Ich glaube, der obere Bereich hat sich sowieso erledigt. So Leute, Kopflampe am Start, würde ich sagen.
gibt es hier unten ja noch ein bisschen das Meer zu sehen. Scheint auf jeden Fall noch vorne zu sein. Auf jeden Fall noch. Ist auf jeden Fall noch gut unter Keller, die ganze Geschichte. Ein kleiner Wassertank. Eine Art Lager oder sowas. Aber das war es dann auch schon wieder. Auch eine Werkbank. Aber wirklich auch wieder gar nichts mehr, was irgendwie an früher erinnert, außer oben die Stühle und die Sonnenbank vielleicht. Okay, dann wieder in die andere Richtung. Schade, schade, dass man nicht mehr sieht hier. Wirklich schade. Wie gesagt, hier gab es ja halt auch nichts mehr. Und nach oben. Ganz ehrlich, nö. Und was man auf jeden Fall da oben erkennen kann, da oben an diesem Balken, es hat hier drin gebrannt. Ja, das wird wahrscheinlich auch der Grund für die Stilllegung gewesen sein und ja, allgemein für diesen Zustand hier auch verantwortlich sein, ne? Ja, ja, ja. So, jetzt entscheide ich mich mal für diesen Ausgang. Ja. Schade echt, dass es nicht mehr in die U-Bahn-Bereiche geht. Aber der Zustand ist halt auch schon katastrophal. Jetzt sind wir halt auch wieder da, wo wir vorhin reingegangen sind. Und ich würde sagen, ja, beenden wir das Video auch wieder. Weil so viel zu sehen gibt es tatsächlich nicht mehr. Und der obere Bereich, wie gesagt, dadurch, dass das hier halt gebrannt hat, ist nicht mehr so schön, wenn ich ehrlich bin. Ja, in diesem Sinne, haut rein, macht es gut, bleibt gesund, bis dann.